Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront Beta. Und zwar will ich jetzt mal Drop Zone anschauen. Das Spiel 8 gegen 8, nicht mehr 20 gegen 20. Dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Wir sind auf der Seite der Imperialen gelandet. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Auf dem Planeten Sullust oder Sullust, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, ich habe zwischendrin noch eine Runde gespielt, für mich selber mal ohne aufzunehmen. Es war nicht wirklich besser. Immerhin sind wir Stufe 3 und haben jetzt auf dem zweiten Itemplatz noch das Cycler Rifle, also das Gewehr, das mit dem wir schon so oft getötet wurden. So, da seht ihr es. Normaler Stormtrooper und los geht's. So, wir legen los. Wir können Partnerstart machen. Die Runde geht 10 Minuten. Defend the Pod, der da drüben ist, den müssen wir verteidigen, so wie es aussieht, gegenüber den Rebellentruppen. Und jetzt muss ich mich natürlich erstmal darum kümmern, wieder ein bisschen auf die Map reinzukommen, weil es eben die erste Runde auf der Map hier ist. Sehr schön, den habe ich umgebracht. Der Kill ist unser. Damit haben wir schon mal eine 1:1-Quote. Die wird aber nicht lange halten, vermute ich mal. Ja, da ist er auch schon wieder flöten gegangen, aber gut. Wir machen weiter. Ich gebe mal alles, wenn die Runden hier wirklich nur 10 Minuten gehen. Dann können wir da quasi 2 Runden pro Part machen. Und sehr schön. Headshot-Bonus haben wir auch noch bekommen. Ich habe tatsächlich einen Headshot hinbekommen. Wir gehen mal wieder zu dem Pod, den wir verteidigen sollen. Wir führen mit 1:0. Die müssen wahrscheinlich auch Pods verteidigen, würde ich mal schätzen. Oder die müssen die Pods eben angreifen. Wenn sie schaffen, die anzugreifen, dann hat mich wahrscheinlich, ja, einer von hinten, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte den anderen erwischen, aber der war schneller eben. Ich sehe nichts. Oh, ich habe einen umgebracht. Noch einen. Hier geht es ein bisschen besser, weil es hier wahrscheinlich nicht so viele Walker und was weiß ich drumrum Gedönse gibt. Was haben wir? Eine Plasterkanone. Die können wir uns aufstellen. Ein Thermal Implover. Und vor lauter Thermal Implover nicht mehr in die Gegend geschaut. Wir machen weiter. Führen 2:0. Sind 5, da haben 4:6er Quote. Naja, zumindest besser wie beim Walker Assault Modus. Scheint mir. Da links ist irgendwo einer. Da oben ist einer. Okay, da war ich zu langsam. Da hinter mir war einer. Den habe ich aber erwischt. Oder ein anderer hat ihn für mich erwischt. Bin mir da nicht so sicher. Wir haben ihn geclaimed, also abgesichert quasi. Und damit führen wir 3:0. Jetzt müssen wir den nächsten einsammeln, der ist da drüben. Da drüben ist der. Einen gesehen, da drüben ist einer rumgehüpft, da hinten. Sehr schön. Lässt du den wohl in Ruhe? Den bekommt ihr nicht. Bin hinter euren Reihen. Alter, auf zu ruckeln. Er hat geruckelt leider. In dem Moment so von dem Weg, von wegen ruckelfrei, aber sag mal, weitestgehend ruckelfrei. Und, oh, zu dritt von hinten, ja gut. Da brauche ich mich nicht wundern. 5:8er Quote. Das ist für meine Verhältnisse schon ziemlich gut. Ich sehe nicht mal, woher der kommt. Da oben. Ja, so viel dazu.
Ach, da war noch einer. Okay, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Wir müssen den wieder verteidigen. Sollten wir es schaffen, dann haben wir schon den vierten Punkt. Ja, was ist denn das hier? Alter, was ist denn das hier? Als ob das jetzt allen Ernstes so ein Ding ist, wenn man hier reinfällt, stirbt man. Alter, das ist ja mal ein Witz. Okay, so viel zur Star Wars Welt. Die böse, böse Star Wars Welt hat mich also umgebracht. Irgendeine fleischfressende Grube oder so. Dein dummes Schild, Alter, das kannst du sonst schon hinstecken. Findest du, ist sehr schön. Sehr schön. Noch ein Kill. So langsam wird's doch. Zumindest hier in dem Spielmodus scheint mir. Ist alles ein bisschen verwinkelter. Gefällt mir ganz gut. Aber wenn wir den da drüben verteidigen sollen und ich ein bisschen planlos in der Gegend rumlaufe. Aber gut. Jawohl. Team Capture of 5 Drop Hots. Jawohl. 6 zu 10, gut. Ich bin nur 6. in meinem Team, aber für mich selber ist die Quote schon mal ganz gut. Damit bin ich zufrieden. Da können wir noch eine zweite Runde dranhängen. Die dauern ja nie so lang. Und es gibt im Vergleich zu den Runden davor ordentlich Punkte, weil wir da einiges geschafft haben. Sehr schön. Und natürlich noch ein bisschen Geld obendrauf. Und da kommen wir leider nicht drüber drum herum, um den Bildschirm hier. Die da unten könnten wir kaufen, aber wir haben nicht ganz genug Geld. Es fehlt minimal was, aber gut. Spiel startet in 7 Sekunden und dann sind wir natürlich mit dabei. Sehr schön, das können wir wieder überspringen und direkt loslegen. 10 Minuten to go. Mit den gleichen Truppen wie vorher, allerdings sind wir jetzt Rebelle. Und nicht mehr imperiale Truppe. Natürlich müssen wir dahin, bevor die imperialen Truppen kommen. Wunderbar. Gibt 150 Pünktchen. Schon mal aufs Konto. Jetzt müssen wir natürlich wachsam sein, uns verteidigen. Ich wollte gerade auf den schießen. Ne, jetzt muss ich nach dem weißen Helm Ausschau halten. Aber wenn die nicht angreifen, gerne. Wenn sie dann doch angreifen, dann ist es halt so. Ach, sind gleich zwei. Jawohl. Ich bin nicht gestorben, ein Wunder. Da steht noch einer dahinter. Okay, der hat mich erwischt. Aber wir sammeln schon wieder Punkte. Oh, ich bin zwischenzeitlich Erster in der Rangliste. Leck mich am Arsch, was ist denn jetzt los? Smart Rocket. Rocket Launcher. Nett. Raketenwerferchen. Ich hoffe, den kann ich gewinnbringend einsetzen. Ah, ich habe nur einen Schuss mit dem. Okay. Ach, da hat mich mein Aim wieder im Stich gelassen. Aber ist schon so vom Matchmaking her besser für mich zumindest die Runde. Da oben. Ach. Das ist ein... Oh. Was macht denn der da? Böser Klon. Ganz böser Klon. Hat er uns hinterrücks erwischt.
Wir müssen da rüber und gucken, dass wir natürlich wieder schneller da sind. Wir sind 2:0 vorne. Aber das wollen wir natürlich ausbauen. Und ich will natürlich, vor allem für mich selber, natürlich meine KD verbessern, selber besser werden. Aber mit dem Aim so wird es nichts. So vielleicht schon eher. Nein! Ich hatte ihn fast. Scheiße. Das war verdammt knapp. Ich hätte einen Partner-Start machen können, war aber ein bisschen zu langsam. Aber wir verteidigen den da drüben weiter. Und dann wird das gut. Dann holen wir uns den dritten Punkt. Da oben kommen sie gleich. Brauchen ein bisschen Deckung. Ohne Deckung ist immer doof. Da kommt ein Luftangriff rein. Und wir haben den dritten Punkt. Sehr schön. Wo kommt der neu? Okay, ich meine, Aim war zu schlecht, aber da hat mir jemand geholfen von meinem Team. 2:4. Die haben ihn schon wieder für uns eingenommen. Jetzt müssen wir nur verteidigen. Da ist er, von hinten kommt noch einer. Ich sehe nicht. Wo? Da. Da drüben. Alter, wo bin ich denn jetzt? Runtergefallen. Mein Leben ist wieder da zum Glück, aber das war verdammt knapp, dass er mich dann nicht erwischt hat. Ein bisschen neu ordnen. Man muss einfach, wenn man nie einen Shooter gespielt hat, was bei mir der Fall ist, außer mal bei einem Kumpel oder so, aber wenn man nie einen Shooter gespielt hat, dass hier die ersten eigenen wirklichen großen Erfahrungen sind, also in einem großen Zeitraum, dann muss man einfach ein bisschen Gefühl entwickeln, wie das so abläuft, wie stark man irgendwo hinziehen muss oder so. Und wenn man das ewig macht, so wie ich ewig FIFA spiele, dann hat man das irgendwann so von den Grundprinzipien her einfach drauf. Und dann geht alles besser. Und das muss ich halt, wie gesagt, üben. Ich schnapp mir jetzt mal das Rifle. Warte mal. Was machst du denn da? Scheiße, wo ist er hin? Rüber. Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Der war echt ein bisschen schlecht. Der war wirklich wieder nicht so gut, der Angriff von mir. Nicht schon wieder in so eine Grube, die mich auffrisst. Das muss nicht sein. 2:4 steht immer noch. Aber es greift niemand an. Ach doch, mal drüben. Victory, ja, sehr schön. Wunderbar, wir haben gewonnen. 2:4, naja, in der Runde davor war es 6:10. Da sind mir ein paar mehr Leute unter das Messer gelaufen, beziehungsweise vor das Lasergewehr. Aber gut. Soweit. So gut. Damit haben wir auch das schon wieder geschafft. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt immer so, dass wenn ich jetzt aufnehme, dass es dann entweder eine Runde Walker Assault wird oder zwei Runden Drop Pod. Und dann kommen wir beides mal so auf zwischen 15 und 20 Minuten. Dann kann ich schön viele Parts machen, kann für mich schön üben und dann passt die Sache. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.